Heute zeige ich euch einmal das Spiel Herbstlaub. So sieht das Ganze aufgebaut aus. In dem Spiel geht es darum, dass wir so Blätter hinlegen. Damit schaffen wir uns Aktionsmöglichkeiten. Wir wollen Eicheln sammeln. Eicheln bekommen wir für ganz viele verschiedene Dinge. Zum Beispiel, indem wir den Baum erklimmen. Wer da am höchsten ist, bekommt 6 Eicheln. Der zweithöchste bekommt 3 Eicheln. Wir wollen ein Netzwerk aus großen Pilzen haben. Pilze können immer entweder groß oder klein sein. Wenn wir halt mindestens 3 zusammenhängende große Pilze haben, bekommen wir dafür 8 Punkte. Wir wollen Tiere in unserer Winterhöhle haben. Wir können im Spielverlauf Tiere einsammeln und die bei uns lagern. Und immer wenn Frost ausbricht, dann findet quasi ein Winterschlaf statt. Und wir können eine ganze Tiergruppe in den Winterschlaf schicken. Je nachdem, aus wie vielen Tieren die besteht, bekommen wir dann am Ende Punkte dafür. Und wir können am Ende Sonnenplättchen und Laubkarten überhaben. Pro 2 bekommen wir einen Punkt. Und wer dann einfach die meisten Eicheln hat, der hat gewonnen. Der Spielverlauf ist super einfach. Wenn wir dran sind, wählen wir einen unserer Handkarten. Zum Beispiel hier diesen Seesternbaum. Nehmen uns dann das entsprechende Blatt vom Tableau und müssen jetzt in diesem ganzen Blätterwald hier eine gute Stelle finden, wo wir das Blatt anlegen können. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte man hier gucken, das müsste eigentlich zum Beispiel so liegen, dass wir das Blatt zum Beispiel hier so hinlegen. Das wäre eigentlich super gut, weil immer diese farbig markierten Stellen sind die wichtigen Stellen bei diesen Blättern. Jetzt berührt das Blatt, das wir gerade angelegt haben, dieses Blatt hier, dieses Blatt hier, dieses Blatt hier und dieses Blatt hier. Man muss es eigentlich so schieben, dass es wirklich auch gut das Ganze berührt. Das sollte schon mal alles gut liegen. Im Zweifel guckt man, ob man so eine Eiche dazwischen schieben kann. Wenn man das kann, berührt es das Ganze nicht. Und jetzt dürfen wir einfach die Aktionen von den Blättern, die berührt werden, so oft ausführen, wie das Blatt, das wir gelegt haben, die Blätter berührt. Also zweimal diese Tieraktion hier und hiermit zweimal diese Baumaktion. Die Farbe des Blattes, das wir gelegt haben, ist dabei komplett egal, spielt keine Rolle, nur die Blätter, die wir berühren, zählen. Das heißt, hier in dem Fall dürfte ich mir 2 Tiere hier aus der Auslage nehmen. Wenn ich so eine Karte nehme, wo eine Eichel drauf ist, dann bekomme ich die Eichel auch sofort. Und hier, weil ich ja zweimal dieses Blatt berühre, dürfte ich jetzt einfach hier 2 Schritte auf den Baum hochgehen, also eins hier, und dann kann ich mir aussuchen, ob ich hier oder hier lang gehen möchte, also entweder einen Sonnenmarker bekomme oder ein Blatt, sprich einfach eine Karte ziehen. Man hätte das Blatt stattdessen zum Beispiel auch hier hinlegen können. So, jetzt hätte man hier diese beiden Spitzen berührt und dann hätte ich jetzt hier wieder so eine Tieraktion machen dürfen und hier hätte ich jetzt einmal so eine Sonnenaktion machen dürfen. Sprich, ich hätte mir einmal so einen Sonnenmarker nehmen können. Also es ist so ein Guckspiel, wo ich immer schaue, wo kann ich jetzt die besten Aktionen rausholen. Nicht immer zwingend die meisten, weil ich habe halt immer bestimmte Zwänge. Ich möchte halt vielleicht diese Sonnenmarker haben. Ich möchte vielleicht bestimmte von diesen Tierkarten hier haben. Ich möchte vielleicht auch, ne, das ist hier diese Blattaktion, einfach auch wieder Karten nachziehen, weil ich spiele immer Karten, aber wenn ich keine Karten mehr habe, dann ist das ganz schön doof. Dann muss ich hier so einen -3-Punkte-Marker nehmen und darf dann einfach 2 Karten ziehen und davon dann eine spielen. Und immer wenn ich hier so eine Pilzaktion machen kann, dann nehme ich so einen Pilzmarker, darf den hier irgendwo auf eine Karte legen, wo ich noch nicht selbst drauf bin, aber auch hier, wo schon anderer Pilz drauf liegt, dürfte ich mich einfach dazulegen. Und immer wenn man irgendwie angrenzend legt, das heißt, wenn das jetzt hier hingelegt werden würde von einem dritten Spieler, dann würde man gucken, wer hat die meisten Pilze auf den angrenzenden Blättern. In dem Fall wären wir das beide, aber der Pilz hier, ne, der ist nicht mehr klein, sondern groß. Das heißt, der Spieler hätte die Mehrheit und der würde dann eben auch wieder einen Sonnenmarker bekommen. Wenn wir beide hier einfach einen kleinen Pilz hätten, würden wir beide so einen Sonnenmarker bekommen. Das heißt, da schaut man dann schon immer so ein bisschen, wo sind attraktive Felder, wo weiß man, die werden jetzt gleich wichtig, ne, Pilze irgendwie bauen für diese ganzen Punkte aus dem Pilznetzwerk und auch wenn man dann eben angrenzend die Punkte bekommt, wenn man da liegt. Das heißt, da schon so ein bisschen Battle drum und wie die Blätter hier verteilt liegen, das ist auch in jeder Partie immer ein bisschen zufällig. Das heißt, ja, es können in unterschiedlichen Partien unterschiedliche Aktionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten wichtig werden. Weil es kann sein, dass wir vielleicht gar keine Möglichkeit haben, Blätter zu ziehen. Und das Schlimme ist eben auch, wenn jetzt irgendwie alle Blätteraktionen weg sind, ich bin dran und ich denke mir irgendwie, hey, ich nehme jetzt dieses Blatt und lege es hier irgendwo hin und schalte damit die Aktion wieder frei und würde das jetzt auch vielleicht sogar hier reinschieben. Und er hätte jetzt irgendwie diese Aktion hier dreimal, wenn ich es einigermaßen vernünftig hingelegt bekomme. Problem ist nur, ich selbst trigger die Aktion ja nicht. Das heißt, alle anderen werden sich jetzt wie Geier da drauf stürzen, da irgendwelche Sachen angrenzend legen und wenn ich wieder dran bin, habe ich vielleicht gar keinen freien Spot mehr. Das muss man auch mal je nach Spielerzahl ein bisschen abwägen. Bei 2 Personen passiert das nicht ganz so oft. Wenn ich es halt mit 3 oder 4 Spielern oder Spielenden spiele, dann kann das durchaus schon passieren. So, was mache ich jetzt mit diesen Sonnenmarkern, die ich habe? Wir haben ja hier oben auf dem Spielplan diese Leiste und wenn ich davon, ne, wie hier steht,
Ticket 3 Stück ausgebe, dann darf ich hier ein Feld vorangehen und bekomme in dem Fall 5 Eicheln, also 5 Punkte. Wenn ich halt hier hingehe, dann bekomme ich noch 4 Eicheln, habe diesen Frost ausgelöst. Das heißt, in dem Moment können wir Tiere nehmen und in unsere Höhle packen, aber immer nur, ne, alle Tiere einer Tierart, die wir gerade haben. Und wenn wir schließlich den Schritt hier gehen, dann ist die Runde zu Ende. Jeder darf noch einmal was machen. Da kann es natürlich sein, dass mehrere Spieler hier nochmal Sonnen ausgeben, um die 3 Punkte zu bekommen. Wir können noch einmal Tiere sichern und dann ist das Spiel zu Ende. Hier sieht man nochmal den Zugablauf, ne? Einfach eine Karte spielen. Ich kann eine zweite Karte spielen, um so einen kleinen Mini-Pilz auf das gerade gelegte Blatt zu legen und dann guckt man halt, ne, wenn angrenzend irgendwie Leute Pilze haben, dann kann es eben sein, dass die hier diese Sonnenmarker bekommen und ja, wenn man das gemacht hat, dann führt man im Prinzip die Aktion hier aus, die sehen wir hier nochmal, Karte ziehen, Tierkarte nehmen, ne, hier auf dem Baum einen Schritt vorgehen, ich bin auch ganz weit unten und bei Gelb darf man halt so ein Sonnenplättchen bekommen, bei Rot lässt man Pilze wachsen und das war es auch schon, wenn das Spiel dann irgendwann zu Ende ist, dann findet einfach diese Wertung hier statt und ja, das dauert ungefähr so eine halbe bis dreiviertel Stunde, dann ist man durch damit. Eine weitere Spielendebedingung ist noch, dass wir hier 1, 2, 3 von diesen Frostmarkern sehen. Dreimal Frost gleich Winter, also auch das Spielende. Das heißt, je nachdem, ob das hier früher eintritt oder das hier. So, wie finde ich das Spiel? Zum Anfang liegen hier natürlich nur 2 Startblätter. Dann gucke ich halt, welche Karte kann ich ausspielen? Wie rum kann ich dann, ne, das Blatt, das ich irgendwie da hinlege, hier hinspielen? Ne? Könnte ich zum Beispiel irgendwie so hinspielen? Bekomme ich dann irgendwie, ne, vielleicht sogar hier 3 Aktionen? Und ist das super toll für mich? Und ich habe auch noch gar nicht so viele Möglichkeiten. Das heißt, am Anfang, ne, ist das schon sehr überschaubar. Ich sehe ja, was ich habe. Bekomme schnell ein Gefühl dafür, wie ich das Ganze anlegen kann. Irgendwann wird das Spielfeld natürlich relativ groß. Dann gibt es halt schon ein paar mehr Möglichkeiten. Aber auch, ne, hier zum Beispiel an der Seite, da gibt es jetzt quasi fast keine Möglichkeiten, irgendwie so richtig krass effizient irgendwas anzulegen. Hier würde ich halt nur eine Aktion bekommen. Hier dann irgendwie auch. Hier sowas verbinden, das Hinlegen wird relativ schwierig. Hier in die Ecke kommt man auch nicht. Also ne, das schränkt sich auch quasi selbst nach und nach ein. Und je nachdem, in welcher Reihenfolge diese Blätter mit den jeweiligen Aktionen ins Spiel kommen, kann es eben sein, dass Dinge unterschiedlich wichtig sind, wie zum Beispiel ne, Karten ziehen oder Pilze bauen oder die Sonnenmarker bekommen, die auch das Spielende vorantreiben. Das ist dann alles in allem schon auf jeden Fall ein Familienspiel, wo man, glaube ich, einen Großteil der Mechaniken dann relativ schnell erkundet hat. Und das kann aber schon dazu führen, gerade wenn ich halt eine große Hand habe und ich kann hier potenziell irgendwie jede Blattart nehmen, die hier irgendwie liegt und kann dann immer gucken, was kann ich damit jetzt machen. Das kann schon für eine sehr große Downtime sorgen. Das würde ich dann eher nicht zu viel spielen, wenn ihr wisst, dass ihr solche Grübler dabei habt. Aber das muss man bei dem Spiel einfach machen, weil man immer wieder gucken muss, okay, habe ich doch irgendwie vielleicht Möglichkeiten, um noch irgendwo mehr Aktionen rauszuholen, als ich eigentlich dachte. Wenn ich es irgendwie hier hinlege, kann ich, ne, hier 1, 2, 3, 4, 5 Aktionen, wenn das ein bisschen vernünftig liegt, das ist jetzt schon vom, ne, Zeigen alles ein bisschen durcheinander, oder kriege ich es irgendwie hier rein, um dann nochmal richtig viele Aktionen rauszuholen, wie kann ich das Ganze puzzeln, und wenn das natürlich jede Person, die mitspielt, macht, dann kann das schon ein gewisses Downtime-Problem sein. Was auf jeden Fall sehr positiv hervorzuheben ist, ist die Verpackung, ne? Hier haben wir so kleine Pappschachteln für alles, auch hier kommen dann nachher die Blätter rein, wie man hier eben auch sieht, oder hier haben wir auch so kleine Schachteln, wo die jeweiligen Marker in den Spielerfarben reinkommen, oder auch für diese Sonnen Marker. Das heißt, hier ist sehr, sehr wenig Plastik. Also ich glaube, hier ist fast gar kein Plastik drin. Ne? Das hier ist irgendwie Holz, Pappe und ne, das ist auch alles gut gemacht. Man hat gleich ein Inlay drin. Sollte irgendjemand von einem anderen Verlag zuschauen oder auch vom gleichen Verlag, bitte macht das häufiger. Ich möchte gerne solche Schächtelchen in mehr Spielen sehen. Ich hoffe, dass es nicht so mega teuer ist, aber das ist einfach eine super gute Lösung. Braucht man keinen Insert, kann einfach alles so schnell auf den Tisch stellen, hat alles schnell parat. Das ist schon wirklich richtig gut. Ja, außerdem gibt es noch einen Solo-Modus, der einfach immer sagt, welches Blatt genommen wird und wo das Ganze hingepuzzelt werden soll. Das kann man also auch mal ausführen, wenn man gerne Solo spielt. Und ja, das war dann einmal mein Überblick über Herbstlaub. Jetzt wisst ihr, wie das Spiel grundsätzlich funktioniert und ob das für euch eine eure Spielerunde sein könnte. Ihr sagt insgesamt eher ein familienorientiertes Spiel. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald und tschüss.